Eine Woche lang erstklassige Konzerte, eine treue Fangemeinde und Musik des für vielen ja größten Genies, das je gelebt hat, Johann Sebastian Bach. Das ist das Erfolgsrezept einer Konzertreihe, die heuer 75. Jubiläum feiert, die Bachwoche Ansbach. Und wir von BR Klassik Franken dachten uns, ja, da feiern wir doch einfach mit. Und damit ganz herzlich willkommen hier aus der Kirche St. Gumbertus in der Innenstadt von Ansbach. Ich bin Tobias Führenbach und freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Wir übertragen live im Hörfunk auf BR Klassik und auch im Videostream sind wir zu erleben. Den finden Sie unter brklassik.de. Konzert. Ja, Sie hören es hier am Auftrittsapplaus. Während der Winsbacher Knabenchor hier auf die Bühne kommt, kann ich Ihnen erzählen, dass Festivalintendant Andreas Bomber und sein Team es in den vergangenen Tagen erneut geschafft haben, die mittelfränkische Residenzstadt in eine lebendige Festivalstadt zu verwandeln. Man blickt stolz auf 75 Jahre Aufführungstradition Bachscher Kantaten, Orgel, Kammer- und Konzertmusiken. Und zur DNA der Konzertreihe gehört auch, dass sowohl renommierte Solistinnen und Ensembles als auch Newcomer der Szene hier in Ansbach ihren Auftritt haben. Heute erwartet uns das Abschlusskonzert der diesjährigen Jubiläums-Bachwoche. Die Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach steht an mit einem Orchester, das aus dem südlichen Baden-Württemberg angereist ist. Das freut mich insbesondere aus meiner Heimatstadt, nämlich aus Freiburg, das Freiburger Barockorchester. Heute zusammen mit dem Winsbacher Knabenchor zu erleben unter dem neuen künstlerischen Leiter des Chores Ludwig Böhme. Dazu erwartet uns noch ein erstklassiges Solistenensemble, also das verspricht ein feierliches, emotionales und hochkarätiges Konzerterlebnis zu werden. Das Orchester hat ja auch schon Aufstellungen bezogen und sich eingestimmt. Die Musikerinnen und Musiker spielen historisch informiert auf Originalklanginstrumenten. Und der Winsbacher Knabenchor ist gleich mit zwei Bussen hier nach Ansbach angereist, 70 Mann stark. Das Publikum jetzt in gespannter Erwartung, wir jetzt auch. Es kann losgehen mit der Johannespassion, Bachwerkeverzeichnis 245 von Johann Sebastian Bach, uraufgeführt vor knapp 300 Jahren. Seitdem hat das Werk nichts von seiner herben Dramatik, seiner Wucht und auch seiner musikalischen Kraft verloren. Die Passionsgeschichte als Tragödie voller Schmerz und barocker Farbenpracht. Das Abschlusskonzert der diesjährigen Bachwoche Ansbach zum Freiburger Barockorchester und dem Winsbacher Knabenchor kommen jetzt die Solistinnen und Solisten des Abends dazu. Das sind Dorothee Miels, Sopran, Terry Way, Altus, Patrick Grahl, Tenor und Thomas Laske sowie Tobias Bernd, Bass. Die musikalische Leitung hat Ludwig Böhme.
ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, der mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Thank you.
sie diene den kühnen Namen Jesum und bunden ihn und führeten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäger, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Nicht zu entbinden wird mein Heil gebunden.
Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stand draußen für die Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschenjünger einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre.
Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du? Bitterlich und warm. Eine Tepi.
endlich hin, ah, ein Sinn, wo fehlt er endlich hin, ah, ein Sinn, wo fehlt er endlich hin, wo fehlt er endlich hin, ah, ein Sinn, wo fehlt er endlich hin, wo soll ich mich erquicken, wo fehlt er endlich hin, wohin, wo soll ich mich erquicken, wo soll ich mich erquicken. Wünsch ich mir Berg und fliege auf den Rücken. Bleib ich hier, bleib ich hier. Oder wünsch ich mir Berg und fliege auf den Rücken.
führten sie Jesum von Kaiper vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Seht diesen nicht mit Lebenschätzen. Da sprachen die Juden zu ihm: Von dir selbst, oder haben's wir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Thank you.
noch ein König? Jesus antwortete, du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Los gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Jüden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Barabbas, nicht diesen, sondern Barabbas, Barabbas. Barabbas, Barabbas, ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und meißelte ihn. Erwäge, erwäge, erwäge.
allen Stücken, in allen Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. In allen Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefärbt, errücken in allen Stücken dem Himmel gleiche geht. Erwäge, erwäge, erwäge. Allen Stücken, in allen Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Wasser von unserer Sündflut sich verzogen, der allerschönste Regen als Gottes Gnadenzeichen steht. Daran, nachdem die Wasser als Gottes Gnadenzeichen steht, als Gottes Gnadenzeichen steht. Thank you.
in allen Stücken dem Himmel gleiche, im Himmel gleiche geht. In allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. In allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Und nach dem Gesetz soll gestorben werden.
noch mehr und ging wieder hinein in das Lichthaus und spricht zu Jesus. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn Oh,
soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Sehr, sehr, der Wagen scheint der König, der Wagen scheint der König, scheint der König, denn der Kaiser. Dann überantwortete er ihn, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Thank you.
beiden Seiten. Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Sprachen die Hohenpriester der Jüden zu Pilato: Schreibe nicht, 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 geschrieben.
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesu gekreuziget hatten, nahmen seine Kleine und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechtes ein Teil, dazu auch den Rock. Ihr Rock aber war ungenäht, von oben angewürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Das ist uns in nichts die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den ihr lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: schon alles vollbracht war, da
was die Schrift erfüllet würde, spricht er, mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm dar zum Mund. Thank you.
mein teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich fragen. Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen, ans Kreuz geschlagen, und selbst gesagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben. Freigemacht, vom Sterben freigemacht. Kann ich durch deine Pein und Sterben das Himmelreich aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da. Vor Schmerzen zwar nicht sagen, vor Schmerzen zwar nicht sagen, vor Schmerzen zwar nicht sagen, doch neigest du das Haupt, das Haupt, doch neigest du das Haupt. Neigest du das Haupt und sprichst still schweigest? Ja, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst still schweigend, ja, still schweigend, still schweigend. Ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja. Hände zerrissen zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf und schonten auf viel Leiber die Heiligen. Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt,
die Erde bebt, die Gräber spalten, weil sie den Schöpfer sehen erkalten. Was willst du deines Ortes tun?
Segen aber, dieweil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war.
Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach, Bachwerkverzeichnis 245. Vorhin ein langes Durchatmen, dann, Sie hören es, ein kräftiger Beifall, auch Standing Ovations hier in der Kirche St. Gumbertus in Ansbach. Viel Applaus für das Freiburger Barockorchester, den Winsbacher Knabenchor und für die Solistinnen und Solisten des Konzerts, die jetzt gerade auch Geschenke überreicht bekommen. Das waren Dorothee Miel, Sopran, Terry Way, Altus, Patrick Grahl, Tenor und Thomas Laske sowie Tobias Bernd, Bass. Die musikalische Leitung hatte Ludwig Böhme. Und das war unsere Live-Übertragung von der Bachwoche Ansbach, das diesjährige Abschlusskonzert des einwöchigen Festivals. Wir von BR Klassik Franken hoffen, Sie hatten einen schönen Konzertabend im Rahmen unserer BR Klassik Festspielzeit. Tobias Führenbach verabschiedet sich für den Moment. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, tschüss. Bis bald aus Ansbach.